Ein Theater hat insgesamt 63 Sitze in einem Rechteck angeordnet. Derzeit hat es 9 Reihen, jede Reihe mit der gleichen Anzahl an Sitzen. Okay, das sehen wir hier unten ja auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen und offensichtlich haben wir auch alle die gleiche Anzahl an Sitzen. Okay, was ist denn die Frage? Wie viele Sitze wird das Theater haben, wenn es 2 Sitze zu jeder Reihe hinzufügt? Gute Frage. Okay, gucken wir nochmal. Also gefragt wird nach der neuen Anzahl an Sitzen, die dann im Theater sind. Also sage ich einfach mal, das nenne ich mal die Gesamtanzahl. Also schreibe ich jetzt hier mal hin, die Gesamtanzahl der Sitze nach dem Umbau ist gleich. So, und das müssen wir jetzt, das sind ja mindestens die 63 Sitze, die jetzt schon dabei sind, richtig? Weil es werden ja nur neue Sitze hinzugefügt, also 63. Plus eben die neuen Sitze. Plus die neuen Sitze. Ich schreibe mal einfach nur neue hin. Okay, und wie viele Sitze kommen jetzt nun neu dazu? Naja, also wir haben 9 Reihen und in jeder Reihe kommen 2 neue Sitze. Das heißt, das müsste wohl 9 mal 2 sein. Also, ich mache das mal hier noch vollständig. Das heißt, ich kann genauso gut sagen, die Gesamtzahl an Sitzen zum Schluss nach dem Umbau ist das gleiche wie 63 plus 9 mal 2. Plus 9 mal 2. Wir unterhalten uns später noch ein bisschen ausführlicher über die Reihenfolge von Rechenoperationen. Aber für den Fall hier kannst du dir auf jeden Fall merken, dass du die Multiplikation vor der Addition machst. Und ich meine, das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja diese Zahl hier rauskriegen. Und wollen die dann nur darauf addieren auf die 63? Wir wollen ja nicht irgendwie 63 plus 9 rechnen und dann die Zahl irgendwie verdoppeln. Das würde jetzt in unserem Beispiel hier auch gerade überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay, also müssen wir jetzt erstmal noch rausfinden, was ist denn eigentlich oder wie viel ist denn eigentlich 9 mal 2? Ich habe mal ein paar neue Sitze vorbereitet und die packe ich jetzt hier mal ran. Also in der ersten Reihe kommen die ersten 2. Und dann habe ich 4. 6, 8, 10, 12, 14, Endspurt, 16, 18. Okay, lass mich nochmal nachzählen, dass ich sicher gehen kann, dass ich mich nicht vertan habe. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Okay, ja, das scheint zu passen. Also 9 mal 2, das ist das gleiche wie 18. Und jetzt kann ich den Rest auch noch wieder dazu schreiben. Also die neue Gesamtanzahl an Sitzen ist also 63 plus 18. Und gut, das kann ich jetzt auch noch fix ausrechnen. Also die Gesamtanzahl an Sitzen ist gleich. 8 plus 3 ist 11, also kann ich mal eine 1 hinschreiben. Und 60 plus 10 ist 70 und 70 plus 11 ist 81. 81. Okay, das heißt, nachdem 2 Sitze zu jeder Reihe hinzugefügt wurden, hat das Theater 81 Sitze, also im Endeffekt 9 Reihen mit jeweils 9 Sitzen.